Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zur Einheit Nummer 6 unseres Lehrganges und wir beschäftigen uns heute mit Downloads und Co. Problemstellung zu Downloads, Streaming und Sharing. Darf man eigentlich privat Daten aus dem Internet downloaden, streamen und diese auch sharen? Dazu sehen wir uns einmal mehr die Grunddefinition von Werk und Urheber dem Sinn nach des österreichischen Urheberrechtsgesetzes an. Wie wir bereits wissen, der Urheber kann anderen Personen die Nutzung an Werken gestatten und die Rechte auch an Dritte übertragen. Das Urheberrecht selbst kann eben nur vererbt werden, die Verwertungsrechte sind jedoch rechtsgeschäftlich, also qua Vertrag, übertragbar. Dadurch wiederum, wie schon bei den Zitaten, alle Nichtberechtigten dürfen Werke daher grundsätzlich nicht nutzen, wann sie nicht die Erlaubnis dazu haben. Allerdings haben wir die freie Werknutzung von der Notwendigkeit der Erlaubnis ausgenommen. Wie bereits bei den Zitaten in der letzten Einheit erwähnt, ist die sogenannte freie Werknutzung. Grundsätzlich ist die Verwendung fremder Medien aber nicht zulässig, selbst wenn diese frei im TV, im Radio, im Web oder anderswo zur Verfügung stehen oder gestellt werden. Jedoch haben wir in § 42 Urheberrechtsgesetz die Privatkopie geregelt, welche dann über die Leerkassettenvergütung abgedeckt wird, über die wir uns später noch unterhalten werden. Freie Werknutzung bedeutet letztlich eine Einschränkung des Urheberrechts, und zwar eine Beschränkung der Rechte oder eine Beeinträchtigung der Rechte des Urhebers oder des Werknutzers. Insbesondere gilt dies für Filme, die ja im Sinne von § 4 Urheberrechtsgesetz ebenfalls geschützte Werke darstellen. Ich habe Ihnen hier kurz ein paar berührte Normen aufgezeichnet bzw. dargestellt, nämlich Normen, die ein Recht des Urhebers postulieren und die letztlich durch die freie Werknutzung beeinträchtigt werden. Zum Beispiel das Recht auf Vervielfältigung durch Aufnahme, das Recht auf Sendung durch Rundfunk. Sehen wir uns also die Privatkopie nach § 42 Urheberrechtsgesetz an. Herstellung einer Kopie eines an sich geschützten Werkes ist auf Papier oder einem anderen Datenträger zum privaten Gebrauch zulässig. Vervielfältigung zum Zweck der Forschung ist zulässig, wenn damit keine kommerziellen Zwecke verfolgt werden. Auch eine Berichterstattung über Tagesereignisse ist zulässig. Diese letzte Angelegenheit hat primär den Sinn, weil eben News, also Tagesereignisse, sehr kurzlebig sind und sozusagen hier nicht der Journalismus unter dem Urheberrecht zu leiden haben soll. Eine Privatkopie darf jedenfalls nicht dazu benutzt werden, um das Werk, dann nämlich urheberrechtswidrig, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Eine Vervielfältigung für den Unterricht oder durch eine öffentliche Einrichtung ist an sich zulässig, jedoch ist insbesondere für den Unterricht zu bemerken, dass diese Vervielfältigung nur analog erfolgen darf. In Absatz 4 ist auch die Privatkopie auf anderen als Papier und vergleichbaren Datenträgern vorgesehen. Das bedeutet, eine digitale Vervielfältigung zum privaten Gebrauch ist grundsätzlich zulässig, nicht aber, wann durch diese Privatkopie also das erstellte Kopie, dann wiederum der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird, Absatz 5, oder wann diese Privatkopie dann indirekt oder auch direkt für kommerzielle Zwecke genutzt wird. Das bedeutet, dass insbesondere der Upload einer an sich zulässigen Privatkopie nicht erlaubt ist, weil das die zur Verfügungstellung nach Absatz 5 verletzen würde. § 42 Urheberrechtsgesetz ist also zusammengefasst auch nicht auf bestimmte Medien beschränkt, sodass der Download aus dem Web an sich zulässig ist. Jedoch im Falle von P2P, also Peer-to-Peer-Sharing auf klassischen Sharing-Plattformen, wo kein bloßer Download angeboten wird, sondern zumeist auch gleich ein Upload erfolgt, ist dieses Sharen nicht von § 42 umfasst, denn letztlich widerspricht dies dem Recht, das Werk der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, durch das Sharen, durch das gleichzeitige Up- und Downloaden, wo der Download nicht problematisch ist, aber der Upload problematisch ist, weil dieser eben Absatz 5 letztlich widerspricht. Dadurch wird der vermeintlich bloße User, der ja gleichzeitig Uploader ist, damit auch zum Anbieter und hat urheberrechtlich gesehen auf Sharing-Plattformen ein Problem. Allerdings, auch die bloß private Weitergabe unter Freunden, beispielsweise über einen Cloud-Speicher, ist nicht erlaubt, denn auch dieser nicht mehr ganz eingeschränkte Freundeskreis, und ich spreche hier nicht von großen Freundeskreisen in sozialen Netzwerken, sondern auch der enge Freundeskreis, kann bereits eine Öffentlichkeit
darstellen, was ebenfalls wieder die Privatkopie, nämlich Absatz 5 von § 42 Urheberrechtsgesetz, verletzen würde. Auch das Umgehen eines Kopierschutzes, etwa durch DVD-RIP oder Kopieren, ist nicht erlaubt. Bei Streamen muss man zusätzlich sagen, Streamen ist ebenfalls kein Problem. Denn einerseits haben wir eben die Privatkopie nach § 42, die ja auch den Download umfasst. Und beim Streamen muss man aus technischer Sicht bereits sagen, dass dies einerseits wohl nur eine bloß temporäre Speicherung ist. Das bedeutet, dass hier unter Umständen rechtlich gesehen nicht einmal ein vollständiger Download erfolgt. Darüber hinaus ist eben auch der Download zulässig. Eine Zurverfügungstellung von fremden Streams wäre dadurch natürlich ebenfalls wieder nicht zulässig, da man hier wieder als Uploader fungieren würde. In a nutshell also, Privatkopie nach § 42 ermöglicht privaten Download und privaten Stream. Peer-to-Peer-Sharing, also Tauschen über Plattformen, bildet immer auch eine Weitergabe, die urheberrechtlich eindeutig nicht zulässig ist. Auch Sharing im privaten Bereich, nämlich im privaten Cloud-Speicher, selbst unter nur wenigen Personen, ist letztlich ein zur Verfügungstellung der Öffentlichkeit, an die Öffentlichkeit und ebenfalls verboten. Damit darf ich mich einmal mehr für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und mich bis zum nächsten Mal verabschieden.